Eine Traumhochzeit in Italien mit DSDS-Sieger und Let's Dance-Teilnehmer Luca Henny, wunderschöne Flitterwochen in Südafrika und die baldige Aufsicht auf die Let's Dance-Tour. Für Profitänzerin und Moderatorin Christina Henny könnte es aktuell eigentlich kaum besser laufen. Wer die 33-Jährige kennt, der weiß natürlich, dass Christina Henny sehr offen damit umgeht, wenn es Dinge gibt, die sie mental beschäftigen. Und vor ihrem Abschied plagt sie jetzt aus mehr. Zwar hat die mehrwöchige Let's Dance Tour offiziell noch nicht begonnen, doch natürlich finden jetzt schon regelmäßig die Trainings für die kräftezehrenden anstehenden Wochen an. Daneben ist Christina Henny immer noch mit Das Zelt beschäftigt, was sie jetzt ein wenig an ihre Grenzen bringt. Vor allem für ihren regulären Alltag hat die 33-Jährige aktuell keine Zeit, was ihr auch ein verdammt schlechtes Gewissen macht. Das größere Problem ist, wann ich meine Besorgungen machen soll. Weil Christina Henny ab Montag für mindestens einen Monat auf Tour sein wird, verzweifelt sie fast daran, ihre Zeit zum Erholen bzw. Ausruhen bleibt dabei fast nicht. Und auch die gemeinsame Zeit mit ihrem Ehemann Luca Henny kommt da natürlich ziemlich kurz. In ihrer Instagram-Story schreibt sie, so viel Papierkram, Kooperationen, Einkäufe und so weiter, und ich hab so ein schlechtes Gewissen, weil ich bis Dienstag gar nicht alles schaffen und erledigen kann. Gleichzeitig versichert Christina Henny ihren Fans, dass sie es so oft wie möglich dennoch ans Handy schaffen möchte, um ihre Follower.